Hey Leute, heute stelle ich mal wieder ein Spiel vor, das ich mag, das ich kenne, das ich gerne spiele, aber irgendwie in der allgemeinen Bekanntheit wieder nicht so groß dasteht und auch die Leute nie groß danach schreien, oh ja super, lass uns dann nochmal spielen oder so, obwohl es ein schönes, schönes Spiel ist. Heute geht es um Taverna. Das ist ein Spiel im Fantasy-Setting mal wieder, Orks, Menschen, Elfen und so Sachen. Und im Prinzip geht es darum, dass wir Gastwirte spielen und in einer Stadt ist 1000-Jahr-Feier oder irgendein Feiertag oder sowas und die Leute ziehen feiern, trinkend und grölend durch die Stadt von Taverne zu Taverne und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, die Leute in die Taverne zu lotsen, dass die dort ausgeben, was trinken und praktisch möglichst viel Geld in unsere eigene Tasche wandert und Siegpunkte und Anrechte in Tavernen investiert werden können. Es gibt Würdenträger, also VIPs, die man anheuern kann, um Vorteile für einen rauszuholen oder die Taverne dann abzugraden letztendlich. Gleichzeitig gibt es auch noch Zaubersprüche, die man anwenden kann, um den anderen Spieler zu schaden oder Vorteile für sich zu holen. Also im Prinzip vier Völker, Königshöfe, Intrigenspiel, Magie, ist alles drin, ja. Und dazu kommt noch ein netter Grafikstil, so Zeichentrickoptik, nett gemalt, hübsche Bildchen. Geht recht flott von der Hand, spielt sich nur 6 bis 8 Runden lang, je nach Anzahl der Mitspieler. Und es ist auch optisch schön, es ist auch von den Regeln her leicht, wie wir gleich sehen werden. Aber es ist halt wieder eins von diesen Spielen. Ich habe das schon öfters gesagt, jeder spielt es immer begeistert beim ersten Mal, sagt er es hinterher zufrieden, Daumen hoch. Aber wenn man es dann vorsteckt, sollen wir das nochmal spielen? Ja, weißt du noch, Taverna? Ah, nee, lass mal was anderes. Ja, das ist immer schade, deswegen möchte ich dieses Spiel nochmal hier hervorheben. Tolles Spiel, mir gefällt es gut. Ich versuche jetzt auch mal zu erklären, warum. So, das ist jetzt der grundsätzliche Spielaufbau von Taverna auf Basis eines Zwei-Personen-Spiels. In der Tischmitte sehen wir die Stadt, wo dieses Stadtfest stattfindet, das ich schon erwähnt habe. Im Prinzip kann man hier die Stadtmauer ahnen, die gleichzeitig auch der Siegpunktmarker ist. Man kann hier die Gebäude aus der Luftperspektive sehen. Und diese großen farbigen Gebäude, die hier hervorgehoben worden sind, das sind die Kneipen in dieser Stadt. Ja, und zwar, jede Kneipe hat so eine Stammklientel. Hier ist beispielsweise die Ork-Kneipe, so rustikal mit brennendem, loderndem Feuer. 3 freie Tische. Und hier haben wir die Menschen, da drüben sind die Elfen und da geht es ein bisschen, hier haben wir noch die Zwerge, genau. Und ansonsten, wie gesagt, Siegpunktmarker, die Aufstellung für 2 bis 3 Personen. Auf der Rückseite ist eine größere Stadt drauf für 4 bis 5 Personen. Diese Kneipe hier gehört keiner speziellen Rasse an, das ist einfach gemischt. Hier oben haben wir noch eine Leiste, die zeigt praktisch, wie man bei den einzelnen Rassen in der Gunst steht. Also deswegen sind hier von unseren Spielern die Marker und die können hochsteigen. Je mehr man in der Gunst steht, desto mehr Siegpunkte bekommt man am Ende vom Spiel. Am Anfang, wenn man gar nichts macht, bekommt man sogar Abzüge. Ab gewissen Levels bekommt man halt Geld oder Zaubersprüche oder Privilegien oder sowas hinzugefügt. Gleichzeitig wurde vom Spiel, sage ich gleich warum, eine Rasse als die bevorzugte Rasse, nennen wir es jetzt mal in diesem Spiel, markiert. Wenn man auf dieser Leiste nach vorne kommt, bekommt man extra noch Boni. Dann haben wir hier oben beispielhaft ein paar Gäste, die man in die Kneipe schicken kann. Im Prinzip Zwerge, Orks, das ist wohl eine Dame, der Menschendame, Entschuldigung, und nochmal ein Ork und ein Elf, der schon recht betrunken ist. Es ist alles hier mit Symbolen gekennzeichnet und für wie viele Spieler praktisch diese Menschen vorgesehen sind. Ein paar müsste man aus dem Stapel nehmen, wenn man mit weniger als 5 spielt, logischerweise. Wir haben einen Stapel mit Zaubersprüchen. Jeder Spieler startet mit 3 Zaubersprüchen. Das sind diese Würfel sagen im Prinzip, das sind Dokumente, die bescheinigen, dass ein Anteil einer Kneipe gehört. Also hätte man auch anders machen können, außer mit Würfeln. Dann gibt es Startgeld. Ich war jetzt ein bisschen zu faul, meine Metallmünzen hier einzubauen, deswegen die Originalmünzen. Dann gibt es eine Spielübersicht, sprachneutral, und dann halt für den zweiten Spieler das Ganze nochmal. Das hier sind im Prinzip Kunden, die man in die Kneipe schickt, nämlich immer halt zweiseitig bedruckt, einmal rot für die Orks und grün für die Elfen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde diesen Elfen in eine Kneipe schicken, würde ich halt eine grüne Seite nehmen und schicke ihn in eine Kneipe, lege das Ding halt auf einen Tisch, möglichst in der gleichen Farbe, sage ich auch gleich warum, und dann wäre dieser Kunde jetzt in der Kneipe und würde dort ein Bier trinken. Das mal so grundsätzlich,
wie das Spiel eigentlich aufgebaut ist und wie es funktioniert. Kommen wir mal praktisch zu dem klassischen Spielzug. Ah, halt, sorry, in der Tischmitte findet dann auch noch was statt. Das ist im Prinzip die Burg des Königs, deswegen die Krone hier abgebildet. Dort sieht man noch verschiedene Privilegien, die man erwerben kann. Die werden zufällig am Anfang des Spiels ausgeteilt. Und auch gleich eine Übersicht für die Schlusswertung des Spiels. Man kann sich nämlich entscheiden, je nachdem, das ist jetzt wichtig, welche die privilegierte Rasse in diesem Spiel jetzt ist. Wer da in der höchsten der Gunst steht, darf als erstes auswählen, welche Siegpunkt-Multiplikatoren er am Ende vom Spiel haben will. Zum Beispiel, das ist das Symbol für Magiekarten, also sowas hier. Wenn ich jemanden bin, der 4 Magie ausgespielt hat im Laufe des Spiels, bekomme ich dafür 12 Siegpunkte. Und dann kann ich das für mich markieren und sagen, ich habe das gemacht, das darf kein anderer Spieler mehr machen. Und so könnte man halt einen Haufen Siegpunkte produzieren am Ende vom Spiel. Das gleiche gibt es auch, wer hat am meisten dieser privilegierten Plättchen bekommen, wer ist hier am höchsten, ja? Und wer hat die meisten Anteilsrechte in einer Kneipe. So. Kommen wir mal zum grundsätzlichen Spielzug. Das Spiel startet damit, dass die Spieler zuerst mal einen Platz in einer Taverne mit ihrem Würfel markieren und sagen, also sie kaufen sich praktisch ein Anteilsrecht in dieser Taverne und zahlen dann 3 Geld und stellen einen Würfel rein, was dann jetzt bedeutet, erstmal ein Siegpunkt, logisch, ja? Und ich bin Mitinhaber dieser Taverne, bedeutet das. Wieso ist das wichtig? Folgendermaßen, ich lege jetzt für den Spieler Blau auch noch irgendwie bei den Elfen was rein. So, der ist dann das, hat dann Geld bezahlt. So, und ein klassischer Spielzug in diesem Spiel, nämlich das Muss, das man in jeder Runde tun muss, ist, ich nehme mir hier oben eine ausliegende Karte. Nehmen wir einfach mal diesen Ork hier mit dem Bierkrug. Den nehme ich, lege ihn vor mich hin und nehme noch einen passenden Chip in der gleichen Farbe. Und diesen Chip muss ich jetzt in eine Taverne setzen. Nehme ich doch einfach mal die, ich bin jetzt Spieler Blau, ja, nehme ich mal die Ork-Taverne hier, tue ich mal diesen Typen da weg und lege den Ork auf einen roten Tisch. Es passiert folgendermaßen etwas. Erstmal bekommt der Inhaber der Taverne, das ist Spieler Rot, weil ein Kunde reinkommt, mal 3 Geld. Ja, so verdient Spieler Rot mal 3 Geld. Deswegen wird sich Spieler Blau gut überlegen, ob er überhaupt einen Ork in die Taverne setzt, die Spieler Rot gehört. Er kann natürlich auch selber einen Teil in dieser Taverne kaufen. Ja? Das wäre jetzt möglich. Ich könnte es aber auch in eine Taverne legen, wo gar niemand Anteile hat. Dann bekommt gar kein Spieler Mitgeld, weil für die Funktion meines Zuges ist das nämlich unerheblich. Ich habe nämlich dann den Zug habe ich deswegen gemacht, weil ich setze einen Ork rot auf einen roten Tisch. Das heißt, ich habe hier ein Match zwischen den beiden Farben. Und dann bin ich, dann signalisiere ich im Prinzip, dass ich ein Freund dieses Volkes bin. Und das Volk mag mich dann mehr und deswegen wandere ich dann als blauer Spieler auf dieser Favorisierleiste, nenne ich sie mal, eins nach vorne. So würde man das tun. Ich hätte natürlich jetzt auch die Orks auf diesen blauen Tisch setzen können. Geht auch. Der rote Spieler würde trotzdem Geld bekommen. Aber ich würde halt hier oben nicht weiter wandern, weil man muss schon, also die Orks haben, legen da Wert drauf, dass sie ihre eigenen Stammplätze haben im Prinzip. Das wäre jetzt ein Zug gewesen. Ich hätte jetzt alles gemacht in meinem Zug, was ich tun muss und könnte jetzt passen. Jetzt gibt es aber noch optionale Sachen, die ganz wichtig sind. Nämlich, jede Kneipe hat ja Schilder aushängen. Hier ist ein Buch abgebildet, hier ist ein Bierkrug abgebildet und da ist wieder ein Bierkrug abgebildet. Wenn ich es jetzt hinbekommen hätte, nehme ich jetzt mal nochmal diesen Ork. Der Ork hat einen Bierkrug und ich setze ein Mitspieler oder ein Volk, ein Kunde, sorry, das Wort habe ich gesucht, mit einem Bierkrug in eine Kneipe, die ein Bierkrug-Symbol hat. Und da ist es jetzt mal wurscht, ob das ein roter oder ein Ding ist. Mir ist jetzt gerade egal, ob das Volk mich mag oder nicht. Mir geht es jetzt nur um die Punkte. Ich lege den Ork hier hin, der geht da rein in diese Menschenkneipe, wo ein Bierkrug ist. Und ich habe hier ein Match zwischen 2 Bierkrügen. Das heißt, ich, der diesen Zug gemacht hat, bekomme dann, weil es ein Match ist, bei 2 Spielern auch nochmal 3 Geld extra. Soll heißen, wäre das jetzt als blauer Spieler, wäre das meine Kneipe, würde ich ja eh schon mal 3 Geld bekommen, weil ich einen Kunde reinlege. Und jetzt bekomme ich nochmal wegen diesem Match hier
Nochmal 3 Geld, also 6 Geld hätte ich verdient und so kommt man in dem Spiel im Prinzip an Geld. Ein Superzug wäre es denn jetzt gewesen, wenn der Tisch jetzt auch noch rot wäre, ja, dann hätte ich auch noch gleich Freundschaft bei dem Volk. Das wäre der ideale Zug. Und ob das geht oder nicht, hängt natürlich davon ab, was liegt da oben geradeaus. Ja. Es gibt noch andere Symbole, komme ich gleich drauf. Und geht es mir darum, Geld zu verdienen oder was anderes zu machen? Das ist ein verpflichtender Zug, das muss ich tun. Ich muss eine Karte ziehen, ich muss einen Chip hinlegen und fertig. Jetzt gibt es noch die optionalen zusätzlichen Dinge, nämlich ich nutze die Fähigkeiten eines VIPs oder Würdenträger. Es gibt in dem Spiel insgesamt 4, die sind auf diese Kneipen verteilt. Da gibt es diese Prinzessin, die kann was. Ja, und dann gibt es hier noch diesen Bürgermeister, ist das glaube ich. Dann gibt es hier noch diesen Gaukloch und noch diesen Gnom. Die sind in den Kneipen zufällig verteilt worden, die haben ihre eigenen Sitzplätze, da steht VIP drauf. Und die können was. Und wenn ich diese Fähigkeiten von diesen Leuten nutzen will, dann muss ich praktisch etwas in dieser Kneipe machen, wo die drin sitzen gerade. Zum Beispiel das, was ich vorher gezeigt habe, diesen Zug. Und dann, wenn ich eh schon in der Kneipe bin, kann ich sagen, hey, du, ja, gib mir mal deine Sonderfähigkeiten. Zu denen komme ich gleich. Dann kann ich als optionale Geschichte jederzeit meines Zuges noch einen Zauber wirken. Man startet mit 3 Zaubern, man kann mehrere ziehen von da drüben. Und das können verschiedene Angriffssachen sein oder halt irgendwelche Verbesserungen von Fähigkeiten. Wenn ich diesen Zauber ausspiele, muss ich 2 Geld bezahlen und dann bekomme ich einen Gildetoken zu einer Taverne und behalte die 3 Siegpunkte. Das ist gar nicht so schlecht. Ich zahle im Prinzip 2 Gold, nehme einen Gildetoken und lege ihn halt auf eine Taverne. Zack. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich gerade erzähle. Nee, Schmarren, Entschuldigung, sorry. Gildetoken sind was anderes. Ein Gildetoken ist, hier sind ja noch freie Plätze. Hier ist das Schild mit dem Buch. Hier drüben ist das Schild mit dem Bier. Ich kann hier praktisch auch noch ein zusätzliches Schild draufnageln, nämlich zum Beispiel diesen Bierkrug, den als Plättchen hier hinlegen, bekomme dann die 3 Siegpunkte. Das geht nur, wenn ich die Fähigkeit eines VIPs benutze normalerweise, bekomme natürlich 3 Siegpunkte. Aber hier würde ich es jetzt bekommen, weil ich diesen Zauber spiele, ja. Move a Dignitary, also einen von diesen VIPs, zu einem freien Platz einer anderen Taverne. Ja, wenn ich jetzt unbedingt da drüben was machen möchte und mit diesem Gnom, der Gnom ist aber gar nicht da, kann ich mit diesem Zauber den Gnom erstmal hier rüber schicken, bevor ich meinen Zug mache, damit ich die Fähigkeit nachher nutzen kann. Das wären solche Beispiele. Man kann sich auch angreifen, man kann dem anderen Spieler, was weiß ich, es gibt einen Zauberspruch, hier drüben liegt einer. Dass der Siegpunkte verliert. Ja? Und da gibt es dann wieder Konterzaubersprüche. Nein, eben nicht. Ich negiere einfach den Effekt eines anderen Zaubers. Und so kann man sich gegenseitig ein bisschen Interaktion angreifen, Punkte wegnehmen oder halt sonst Geld. Ja? Und wie schon gesagt, viele Zaubersprüche zu haben und auch auszuspielen, kann am Ende vom Spiel Siegpunkt-Multiplikator sein. Nämlich bis zu 15 Punkte, maximal bei 5. Das ist schon eine Menge. Ich kann auch als optionale Funktion, einen Zauber, den ich nicht weiß, für was der gut sein soll, oder den brauche ich nie, den kann ich verkaufen. Bekommt praktisch die Hälfte des Geldes in der Ecke abgerundet. Oder zu guter Letzt als Option, bevor ich dann die VIPs erkläre, es gibt diese Gunstmarker, die kann ich verwenden, falls ich einen habe. Also ich müsste den schon im Inventar hier liegen haben. Und die Symbole, die erkennt man ja eigentlich wieder. Man kann hier auf der Übersicht immer nachschauen. Füge der Kundenkarte, die du spielst, ein Biergildensymbol zu. Beispiel, ich hätte jetzt da diese nette Menschendame genommen hier anstatt den Ork. Die hat ja diese Maske, erkläre ich gleich. Ich hätte jetzt aber gern, dass die zusätzlich noch ein Bierkrugsymbol drauf hat, wie bei dem Ork von dem Beispiel gerade eben. Dann wäre die jetzt praktisch mit 2 Humpen ausgestattet. Entschuldigung, mit einem Humpen ausgestattet und mit dieser Maske. Und hätte dann 2 Fähigkeiten. Das könnte ich tun, als Beispiel. Das sind alle Aktionen, die ich in dem Spiel machen kann. Und weil die VIPs ein bisschen komplizierter sind, erkläre ich die jetzt gesondert, nämlich anhand dieser Übersicht. Die Würdenträger gibt es in der Summe 4, wie schon gezeigt. Und wenn ich die Fähigkeit eines Würdenträgers nutzen will, muss ich in die Taverne gehen und dort meine Pflichtaktion machen und dann den Würdenträger nutzen. Was können die denn alle? Ich fange mal mit dem Einfachsten an, mit dem Harlekin. Ja. Im Prinzip kann ich den Harlekin nutzen und ihm Geld bezahlen, 3, 6 oder 9 Gold. Um dann auf dieser Völkergunstleiste entsprechend viel hochzugehen, nämlich für 3 Geld 1, 2 oder 3 und ich kann es auch splitten. Also man kann mal Kohle ausgeben, um da möglichst hochzugehen und vielleicht auch sogar diese
diese Zwischenlevels zu erreichen, um Boni abzukassieren. Soll heißen, ich würde jetzt hier 3 ausgeben, um 1 hochzugehen, hier, und würde praktisch auch wieder 3 bekommen, als sowas praktisch eine Nullnummer, hätte dann praktisch im Null-Siegpunktbereich wäre ich endlich angekommen, hätte keine Minus mehr. Das könnte man mit ihm tun. Ja, das ist eine Möglichkeit, dort hochzugehen. Immer, wenn man einen Würdenträger eingesetzt hat in einer Taverne, steht er auf, geht weg und geht in eine andere Taverne, wo ein Platz frei ist. So dass man immer gezwungen ist, den hinterher zu reißen und neu zu suchen. Das wäre dieser Harlekin. Die Prinzessin, die kann ich im Prinzip bestechen. Die ist wohl ein Partygirl, die will immer Kohle haben. Du kannst ihr 3, 5 oder 7 Gold bezahlen, um 1, 2 oder 3 dieser Privilegien hier, so, die dir rumliegen, zu kaufen. Ja? Du musst sie auch aufsuchen in ihrer Kneipe, in der sie sich befindet. Dann sagen, hallo schöne Frau, hast aber tollen Apfel da in der Hand. Und dann ihr Geld geben und dann gibt sie dir halt was aus dem Palast. Und dann zieht sie von dann, geht wieder in eine Kneipe. Der Notar heißt der, ich habe vorher Bürgermeister zu ihm gesagt. Das ist die einzige Möglichkeit, im Laufe des Spiels noch zusätzliche von diesen Rechten in einer Taverne zu erwerben. Ja? Also ich suche den Notar auf. Dann bezahle ich ihn im Prinzip mit dem Preis, der da unten dran steht, der da frei ist. Ich darf übrigens nicht zweimal in der gleichen Taverne das gleiche Anrecht haben. Also Rot könnte hier nicht nochmal hinlegen, das geht nicht. Geh in die Taverne oder ich schicke ihn in die Taverne, wo ich eigentlich meinen Deal haben will. Ja? Ich gehe da rein, schicke ihn dorthin. Und möchte bei den Zwergen hinten das Anrecht auf das erste Feld haben, müsste 3 bezahlen und bekomme einen Siegpunkt und bin zukünftig Miteigner der Zwergentaverne. Das geht. Oder, was besonders fies ist, ich zahle den Preis eines Feldes und nochmal 3 obendrauf. Dann schmeißt er nämlich den anderen Spieler aus der Taverne und verkauft mir dieses Feld. Und so kann ich feindliche Übernahme im Prinzip machen. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit, jemanden zu ärgern. Ja? Zu guter Letzt gibt es noch den Gobtrotter, heißt der. Warum auch immer. Für mich ist das einfach ein Goblin. Ja? Den kannst du anheuern, um so ein Gildenschild an die Tür hinzunageln. Wie schon vorher erwähnt, ich hätte gerne, dass diese Orkkneipe neben dem Buchsymbol auch noch ein Biersymbol bekommt. Dann nagel ich das hin, bekomme 3 Siegpunkte. Und zahle dem Gobtrotter dafür halt 3 Gold, damit das passiert. Ich kann das auch zweimal machen, indem ich 5 Gold bezahle. Und dass alle 3 Symbole, die es gibt, nämlich die Harfe, sage ich auch noch was dazu, dann an dieser Taverne vorkommen. So viel zu den Würdenträgern. Das nächste, was ich gerne noch erklären würde, wären die restlichen Symbole auf den Karten. Das mit dem Bierkrug haben wir ja schon erklärt. Ich bekomme einfach mehr Geld, wenn ich in eine Kneipe gehe, die auch einen Bierkrug kriegt. Klar. Es gibt auch das Buch. Das ist ein Magiesymbol. Ich setze meinen Ork in eine Kneipe, die auch ein Buchsymbol trägt. Und ich mache das. Dann bekomme ich für dieses Buch praktisch einen neuen Zauberspruch auf die Hand vom Stapel hier. Zack, neuer Zauberspruch, bumm, und das ist die Möglichkeit, wie man da an diese Sprüche rankommt. Das ist das Buchsymbol. Dann gibt es hier noch diese Intrige oder Betrug. Das ist ein Symbol, das findet man nicht auf den Schildern wieder, sondern nur auf der Karte. Mit der kann ich praktisch Folgendes tun. Ich kann hier reingehen und ein gegnerisches Plättchen entfernen, jemanden rausschmeißen und meine eigene Figur dann da reinsetzen. So kann ich im Prinzip in einer Taverne, die schon voll ist, Leute rausmoppen und es ersetzen. Ja? Und gleichzeitig steige ich eine Stufe bei diesem Volk, das ich reingesetzt habe, auf, auch wenn es nicht passt von der Farbe her. Das ist egal, weil ich helfe den Menschen jetzt im Prinzip, einen Platz in der beliebten Ork-Taverne zu bekommen, obwohl die voll ist. Da mögen die mich mehr. Das ist das. Und dann gibt es noch, na, da liegt gar keines. Es gibt ja noch die Leier. Schau mal, ob ich eine finde. Da ist es. Es gibt übrigens hier auch Karten, die haben 2 Seiten. Man kann sich dann, wenn die ausliegt, entscheiden, was man haben möchte. In dem Fall möchte ich jetzt die Orkdame mit dieser Leier haben. Und das ist, die Leier steht für Einfluss. Zeigt die Taverne auch das Leier-Symbol und ich setze da jemanden rein. Dann darf ich einen Würdenträger benutzen, der gar nicht da ist. Ja, also einer beliebigen Taverne. Ich zahle praktisch ganz normal die Gebühren für den Würdenträger, versetze ihn und so, aber er muss nicht unbedingt in dieser Taverne sein. Das spart mir praktisch die Notwendigkeit, irgendeine Rasse in eine Taverne zu setzen, die ich gar nicht möchte. Ja. Das ist praktisch
die Auswirkung dieser vier Symbole. Das alles ist übrigens hier auf diesen Übersichtskarten bildtechnisch dargestellt, was ich gerade gesagt habe. Fehlt jetzt nur noch das Privileg-Symbol. Diese Privilegkärtchen hier bekomme ich, wenn ich den letzten Platz in einer Taverne besetze, also den hier jetzt, zack, dann würde ich dieses Privileg bekommen. Privilegien sind jetzt eigentlich nicht so arg stark. Die sagen lediglich, wenn ich zwei davon habe und gebe die aus, dann darf ich in einer Runde, in der ich schon mal einen Würdenträger benutzt habe, noch einen weiteren benutzen. Aber nicht nochmal den gleichen. Ob man das so oft braucht und oft tut, weiß ich jetzt nicht. Also ich kam jetzt bei mir nicht so oft vor. Von daher sind die jetzt nicht sonderlich wichtig oder overpowered oder sowas. Das waren jetzt im Prinzip die Regeln zum Spiel. Wie lange spielt man das Spiel überhaupt? Im Prinzip 6 Runden. Also jeder war 6-mal dran bei einem Spiel zu dritt und zu fünft. Und bei einem Spiel zu zweit würde man 8 Runden spielen. Das kann man kontrollieren, indem jeder ja praktisch, wenn er da oben so eine Rassenkarte nimmt, legt man sie ja vor sich ab. Und sobald halt bei 2 Spielern 8 von diesen Typen da vor einem liegen, ist das Spiel rum. Dann kommt die Endwertung, nämlich... wie gesagt, bei welchem Volk man am höchsten der Gunst ist. Spieler Rot wäre jetzt bei den Elfen, die ja hier markiert worden sind am Anfang vom Spiel, am höchsten. Dann darf er zuallererst aussuchen, wie er seine Siegpunkte multiplikationsmäßig vermehren möchte, sagen wir es mal so. Wir tragen das dann alles hier auf der Siegpunktleiste aus. Punkte gab es ja für die Schilder zum Überarbeiten, Punkte gibt es ja für die Anteilsrechte in einer Taverne und das gibt am Schluss natürlich noch Punkte für, was ich hier auswähle. Und dann ist das Spiel beendet und der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. So, das waren jetzt die Regeln zu Taverna. Ich finde es ein richtig schönes Spiel, ist mal was anderes. Man spielt einen Gastwirt und ist begierig darauf, Profit zu schlagen durch Kunden, die in die Kneipe kommen. Die Kunden haben Fähigkeiten, die man nutzen kann, um die Punkte zu maximieren, Zaubersprüche und andere Spieler anzugreifen. Es ist auch relativ schnell vorbei, 6 oder 8 Runden, das geht relativ zackig. Und man hat eigentlich immer im Blick, wie es so steht. Klar, am Schluss kommt dann noch diese Endwertung ins Spiel, wo dann mal jemand schnell 15 Siegpunkte bekommt. Aber man hat ja jederzeit die Möglichkeit, das zu unterbinden. Und ich habe das jetzt schon 4, 5 Mal gespielt. Die Leute waren immer ein bisschen verhalten, was das Spiel angeht, weil sie sagen, sie haben es nicht richtig verstanden. Ihnen war nicht klar, wie sie die Punkte beeinflussen können. Vielleicht hat dem einen oder anderen das Setting an sich ja nicht gefallen. Manche möchten ja lieber mit Kampfrobotern irgendwie welche Planeten einäschern oder sowas. Es muss einem schon liegen, man muss irgendwie auf das Fantasy-Setting stehen, ein bisschen den Humor, den Grafikstil. Aber das Spiel arbeitet viel mit Symbolen, ist eigentlich selbsterklärend, wenn man mal eine Runde gespielt hat. Ist nett, also es ist kein Überflieger, wie gesagt, kennt auch kaum ein Mensch. Hilft wahrscheinlich auch nicht, dass es nie wirklich auf Deutsch erschienen ist, aber es arbeitet ja mit Symbolen. Es gibt eine offizielle deutsche Anleitung zum Runterladen auf BoardGameGeek, also von daher kann es das nicht sein. Schade, dass es nicht öfters auf den Tisch kommt bei mir. Alle, die es gespielt haben, fanden es eigentlich gut. Aber es ist eins von den klassischen Spielen, wenn man dann fragt, sollen wir es nochmal spielen irgendwann mal? Ah, nee, lass mal. Ja. Das ist halt immer ziemlich schade. Deswegen kann ich es immer nur mit neuen Leuten spielen, die dann alles das Spiel gut finden beim ersten Mal, aber dann kommt es nie wieder auf den Tisch. Komisch. Ja, es gibt solche Spiele, die sind ein bisschen so verflucht. Taverna gehört da irgendwie dazu. Ich spiele es gern und ich hoffe, ihr habt jetzt Interesse gewonnen und gebt dem Spiel auch mal eine Chance. Gerne auch mit mir.